So. Mal ein bisschen noch rummachen. Nachdem ich gestern meinen Bruder nicht gefunden habe im Spiel, beziehungsweise er scheint nicht zu existieren wirklich, nachdem man ihn am Anfang getroffen hatte, geht es da einfach nicht mehr weiter. Muss ich erstmal gucken, in welche Richtung mein Königreich gehen sollte als nächstes. Am besten... würden wir mal die... Was ist das denn? Die Sturgia. Wir können ja vorher noch ein paar Clans von denen abwerben. Aber es ist natürlich erstmal wieder ein ganzes Stück Reise. Ja, und das Imperium wurde letztes Mal schon zerstört. Wodurch die Welt besser geworden ist. Minimal. Ach, da ist nur eine Karawane hinter mir. Muss gerade ein bisschen aufpassen, dass ich, falls ich jemand anderen sehe, der hier rumrennt, ich den vielleicht versuche, auf meine Seite zu ziehen. Ah, es hat jemand das Königreich verlassen. Hallo Toni, hallo Phonoid. Rede mit meinem Vater Pharon. Später, irgendwann. Ich werde Ergion unterstützen. Ist das, das ist mein weltenverbessener zweiter Run, ja, das ist richtig. Jetzt habe ich meinem Freund erstmal die Stadt übergeben. Oder weiß nicht, ob es. Ich weiß gerade nicht mal, ob es eine Stadt war. Im Bergfried ist niemand. Ich muss mich hart gewöhnen, ich habe den anderen Screen ein bisschen anders aufgebaut, damit ich mehr Informationen sehen kann und sowas wie bei Spenden oder sowas, ich das auch sofort mitkriege. Ich glaube, es ist kontraproduktiv. Ich werde es wahrscheinlich nicht sofort mitkriegen. Das ist derselbe Bogen. Und die Pfeile habe ich gerade schon drin. Und sonst, es gibt hier nichts Interessantes zum Kaufen. Dann weiter. Das kann ich wieder abwählen, weil Scheikant, der war der ja nicht. Das ist die Karawane von der Schildmaid. Also von mir. Was auch immer die hier oben macht. Normalerweise sollte die in der Nähe von der Stadt sein, wo ich sie erstellt habe. Damit sie die Stadt versorgt mit Gütern. Aber anscheinend hat die da nicht so Lust drauf.
guter schwarzer Kaffee. Ist natürlich nicht schwarz. Ich trinke Pussy Kaffee mit Milch. Ich hoffe, ihr konntet alle gut schlafen und habt eine angenehme Nacht hinter euch. In der sogar ich mal geschlafen habe. Ungewöhnlich. Lag wohl daran, dass wir gestern so viel eingenommen haben. Darf man das so sagen? Ja. Gestern war ein großer, umfangreicher Stream. Also abends. Wäre übrigens schön, dass wenn welche mein Königreich verlassen, ich auch sehen kann, wo die hingehen. Ich habe nicht wie ein Baby geschlafen, aber bedeutend besser. Ich weiß gar nicht, warum man die Dinger anklicken kann. Irgendjemand hat gesagt, du musst die anklicken, um deinen Bonus zu benutzen. Das stimmt aber auch nicht. Das zeigt nur an, dass ich diese zwei Bonusse habe mit seinem Charakter. Weil er halt auch in dem Bereich ist. Ehrlichkeit, Barmherzigkeit. Das ist übrigens einfach die beschissenste Quest, finde ich. Diese Rekrutierungssache. Wenn die wenigstens sagen würden, in welcher Region man die Sachen rekrutiert. Weil du hast ja auch keinen Bock, einfach die ganze Karte abzusuchen. Der ist mit dem, ich glaube in der Enzyklopädie steht auch nicht drin, wo du welche Truppen rekrutieren kannst, nur zu welchem Volk die theoretisch gehören. Wundervoll. Banditenlager, was von meinem Typen gemacht wird. Wir sind ja im Moment eh nur am Reisen. Da kann der auch mal 10 Tage weg sein. Guten sonnigen Tag aus Düsseldorf wünsche ich euch, dir, Pascal. Danke, Mom Spaghetti. Schönen Gruß aus in der Nähe von Düsseldorf zurück. Düsseldorf, da machen immer die ganzen internationalen Weiber ihren Geotech hin auf Tinder, um dich dann zuzulabern. Sie wollen ja irgendwann mal nach Deutschland reisen und wollen hier ein paar Leute kennenlernen. Und du denkst nur, alles klar. Ich glaube übrigens, wenn ich in Düsseldorf direkt wohnen würde, wäre es gar nicht so das Problem, jemanden kennenzulernen. Also hier mal Vernünftiges kennenzulernen. Ich habe Mobs, das ist für Düsseldorf, das ist wie als wenn du mit, keine Ahnung, mit einem Porsche durch die Straße fährst. Es ist Düsseldorf. Da ist sowas wie ein Statussymbol. Aber nur in Düsseldorf.
Morkan ist nicht der Anführer von denen. Und Azela wird ja sehr wahrscheinlich auch nicht der Anführer sein vom Clan. Igalta. Bei Gersegos. Okay, das ist ein kleines Stück. Da komme ich jetzt gerade nicht hin. Hast du eine kleine Krone für Balthasar? Der lässt nichts auf seinen Kopf. Tut mir leid, du bist unwichtig. Und du bist größer als ich, aber hast eine gute Figur. Balthasar hat nur eine Krawatte. Vor allem, jeder weiß, Krawatten sind halt wichtig für ein Haustier. Was soll er denn sonst zum Weihnachtsessen anziehen? Und eine Fliege. Und ich habe letztens gesehen, es gibt so ein Geschirr, da ist schon eine Fliege integriert vorne. Ich glaube, das wäre auch ganz cool für ihn. Obwohl, jetzt für den Sommer lohnt sich das nicht mehr. Im Sommer trägt er eh nur sein ganz weites Geschirr. Beziehungsweise ganz einfach gehalten und sehr dünn, damit er nicht so viel schwitzt. Vor allem Hunde können ja eh nur über die Pfoten schwitzen, aber damit er nicht so aufheizt. Eigentlich müsst ihr einen Reflexionsplan entwickeln, damit der ein bisschen, ja, die Hitze los wird. Ich habe mir auf jeden Fall vorgestern schon das Fell ausgekämmt, massiv. Damit der hoffentlich jetzt sein ganzes Fell raus hat, was er nicht mehr braucht. Das kühlt den Hund ja auch schon ein bisschen ab. Minus 100, minus 100, minus 13, minus 25, minus 22. Ich denke mal, die minus 100 kann ich vergessen. Was soll ich mit denen machen? Nix. Dusch ihn, dann verdunstet Wasser im Fell und erzeugt Kälte. Er hat eine Kühlmatte und sowas. Also zurzeit muss ich es halt eh nicht machen. Familie mit Garten werden bevorzugt. Ein Garten macht den Hund jetzt auch nicht besser. Ich finde eigentlich, dass Familie mit Garten, klar, man kann den Hund mal ein bisschen rauslassen, aber das ist ja kein Garant dafür, dass der artgerechter gehalten wird, finde ich. Wenn der Hund dann zum Beispiel immer im Garten nur ist. Der auch kein super duper Leben. Sag das mal den Züchtern. Ich kenne das eigentlich eher von den Tierheimen. Deshalb habe ich irgendwann angegeben, Hund aus dem Tierheim zu bekommen. Ach, wundervoll. Komm, dein Reich ist eh im Arsch. Danke fürs Folgen, King.
Dann kannst du auch in mein Reich rüberkommen. Warum ist Godun immer noch hier? Jetzt muss ich... Ach, keine Ahnung, wer Zwedorn ist. Moment, wie heißt dein Anführer? Jorik. Deine Subgolf-Bombe, ist die noch geplatzt? Warum? Was meinst du? Ach, Jorik ist der Unterste. So, Simir hat überhaupt kein Problem mit mir. Tausche mal eben eine Münze. Okay. Ein Mensch zweiter Klasse, nur weil du einen Hund haben wolltest. Und die abgelehnt haben. So ist das leider. Versuch mal jemand zu erklären, dass du im Homeoffice arbeitest, der Hund immer bei dir wäre und du halt jeden Tag mit dem auch große Spaziergänge machst und so weiter. Und dann heißt es, nö, dann nehmen wir lieber die, die ihr siebtes Kind gerade kriegen. Und da ist eine Familie, da hat der Hund jeden Tag jemand um sich, auf jeden Fall. Wo du einfach denkst, ja, ein Haufen Kinder, die wahrscheinlich das Kind quälen. So, den nächsten abgeworben. Für die Ehre, geh in mein Imperium. Chance. Ja. Wie kacke, ey. Ich kann mir dir nicht leisten. Dabei hat er nur 190.000 und der Clan ist jetzt auch nicht so riesig, oder? Okay, dem gehört die Stadt und die Festung halt noch, die zu denen gehören. In der Stadt einen Handwerksbetrieb kaufen. Ich kann dir zeigen, wo du den findest. Du kannst einfach in die Stadt gehen und Alt drücken. Okay, ja, Moment. Ich bin heute super nett. Zum einen siehst du, welche Handwerksbetriebe es gibt. Wenn du auf Handel gehst und links oben stehen die nämlich Töpfer, Bekleidungshersteller, Zimmermann. Wäre natürlich jetzt hier ein bisschen was anderes. Auf Englisch. Und dann machst du einfach den Gang durch die Stadt. Wenn du übrigens vorher auf Trade drückst und dann in die Stadt gehst, müsstest du beim Marktplatz rauskommen. Wenn du direkt durch die Stadt laufen willst, stehst du noch vor den Toren. Verdammt! Okay.
Naja, jedenfalls, wenn du Eid hältst, siehst du dann nämlich da vorne zum Beispiel die Markierung Holzwerkstatt. Da ist die Töpferei und so findest du die halt auch. Und da ist die Leinenweberei. Und da musst du nur reingehen und mit einem der Leute reden, die da arbeiten. Am besten ist das übrigens tagsüber, weil ich habe schon gemerkt, dass nachts manchmal diese Läden geschlossen sind und dann findest du da keinen. Und bei dem kannst du das dann durch Dialogfelder kaufen, den Workshop. Und das ist schon alles. Einmal eins des Job kaufen. Und am besten sagst du jetzt, ich habe nicht aufgepasst, kannst du das nochmal zeigen. Gestern nett und heute nett. Wer sind Sie? Imperator der Freundlichkeit. Und wer bist du? So, wen habe ich dabei? Kaiserliche Legionäre, kaiserliche Armbrustschützen. Ich habe ein Level up, ich habe es gesehen. So viel halten ja doch nicht mehr aus. Ach du Scheiße. Tja. Da habe ich gedacht, meine kaiserlichen Armbrustschützen würden ein bisschen mehr bringen. Ich lasse jetzt noch schießen, solange sie noch leben. Mein Gott. Armbrustschützen wurden genervt, das ist richtig. Sind aber trotzdem nicht so unnütz. Und wie wir sehen, feiert der Feind gerade lieber, anstatt meinen Armbrustschützen anzugreifen. Also warte ich einfach, bis der weitere getötet hat. Oder verwundet. Vielleicht doch lieber die Palastwachen.
Alle sind dafür. Ich bin zwar noch kein Clan der Stufe 5 Plus, aber andere mögen das. Vielleicht kann ich die dadurch hier halten. Bei den Ambrose-Tinies sind doch die Vlandischen besser als die Kaiserlichen. Armbrust 130, 130 Athletik. Landischer Scharfschütze. Kaiserlicher Unteroffizier Armbrustschütze. Keine Ahnung, warum die Bogen 130 haben, aber du hast recht, ja. Die Vlandischen haben mehr Armbrustpower. Wahrscheinlich, weil die zwei Schritte über Bogen gehen. Danke, Wadu Elias, für die 155 Bits. Und danke, Tilsar. Warum? Ich hab doch geguckt, Levi. Die machen ab der Stufe vlandianischer gehärter Armbrustschütze, sind die auf Armbrust besser. Du passt auch nicht auf. Dass die wieder mit Schildwall einfach stürmen. Weil leer werden wir es nicht kriegen. Erst sammeln bitte. Meine Güte, die können sich wieder nicht entscheiden. Weil hier einfach viel zu viele rumstehen. Gibt einfach nicht, ey. Das sind einfach zu viele. Ich dachte, damit könnte ich die Umgebung ein wenig... entspannen. Aber bei 50 Truppen oder 40, das ist selbst mit Elite-Einheiten unmöglich fast. Schrecklich. Ja, Hideout müsste wirklich sein, entweder machst du das wirklich nachts oder du gehst halt mit einem normalen Siege daran. Warum sollst du ein Hideout denn irgendwie getarnt machen?
Ach, mein Level up. Ich habe sogar einen Attributpunkt. Ja, die Verstecke, also ich würde verstehen, entweder Attributspunkte erhöhen den Maximalskill von den drei Fähigkeiten, die neben diesem Attributpunkt stehen. Also diese grüne Leiste ist halt die maximale Fähigkeitsstufe, die ich zurzeit zum Beispiel erreichen könnte bei Charming. Entschuldigung. Ich denke, wir machen... Danke, Vado Elias, für Stufe 1 Abos verschenken. Du kannst Charme hochskillen, indem du mit jedem Typen, den du triffst, einen Handel machst, einen Tausch. Weil jeder Tausch gibt dir Skillpunkte inzwischen. Also nicht jeder, am Anfang geht es noch schnell, später musst du es halt wirklich ewig machen. Also immer mit Leuten tauschen, Dialoge führen. Ach scheiße, Moment. Wir machen das doch nochmal rückgängig, weil ich habe ja die Heilerin bei mir nicht mehr drin. Also sollte ich vielleicht doch ein bisschen Medizin jetzt gehen. Dr. Proof, deine Maus wird nicht ordentlich angezeigt. Moment, gleich. Machen wir mal richtige Plörre, ey. Hansapilz. Nein, meine Kinder heißen alle nach Biermarken. Weil ich habe noch... Wie soll man sagen? Anstand. Danke, Lord Ramius, für Twitch Prime Abo für 24 Monate. Und ja, ich bin mir jetzt auch für nichts zu schade und lasse ein paar berittene Schützen entstehen. Die können mir folgen und Ärger machen. Augustiner Edelstoff. Ich habe meine Kinder für Subs verkauft. Ich habe erst 6 Stück. Da geht doch noch was. Wenn du eine Quest annimmst, beziehungsweise mit jemandem redest, kannst du theoretisch basierend auf den Fähigkeiten deiner Begleiter, also normalerweise ist das beim Reden mit denen, ist das ersichtlich, dass du, wie heißt es, auch jemand anderen schicken kannst und damit beauftragen kannst. Das Problem ist, mit der Zeit, umso weiter du spielst, werden die Ansprüche so hoch, dass es meistens nicht mehr funktioniert. Also es ist immer die mittlere Antwort dann. Danke fürs Folgen, Gibide.
Die Kreuzzüge forderten schätzungsweise 22 Millionen Leben, wollte ich nur mal sagen. Immer noch weniger als spanische Grippe, glaube ich. Ich glaube, es ist wieder jemand rausgegangen aus meinem Clan. Und deshalb werden jetzt wieder Sachen neu vergeben. Sind wir aus meinem Königreich. Toll, habe ich unterstützt und habe dadurch eigentlich nichts. Ich habe gedacht, dadurch könnte ich ein bisschen milder stimmen, aber die Leute mögen mich nicht mehr. Ah, es liegt an der Verschwörungsquest, wenn die dich verlassen. So, Moment. Ich habe nämlich zwischendurch vergessen, dass ihr gesagt habt, die Maus wird falsch aufgenommen. Wird überhaupt nicht aufgenommen, oder? Ja, so ist sie natürlich da. Erstmal, dass ich das Vorschaufenster mal nicht anhab bei mir und dann sowas. Also ich glaube, jetzt ist sie richtig drin. Also ich habe es jetzt auf dem anderen Rechner gesehen, dass die Maus drin ist und sich bewegt. Und auch die Maus sichtbar ist. Ja, es war wohl irgendwie mit der Aufnahme. Ich musste nur einmal hin und her schalten, jetzt geht es wieder. 320 Miliz, ich glaube, das ist das Maximum hier. Hallo, Big Cool. Ein bisschen wegrücken. Viel zu nah am Rechner.
viel zu nah am Monitor. Kind, geh doch mal ein bisschen zurück, Kind. Mach doch nicht so eine Kacke da vorne am Monitor. Meine Augen sind gut, Mutti. So, im Optimum kann ich das dem direkt verkaufen. Wundervoll. Einmal handeln. Ach, dich kann ich gar nicht rübernehmen. Egal, Hauptsache ich hab dir geholfen. Empfehlung machen, wenn das Spiel das erste Mal startet, kauf genug Lebensmittel ein, damit du die nächsten Tage nur dieses Spiel spielen kannst. Das wäre meine Empfehlung. Und verabschiede dich von Familie und Freunden. So, der hat eh minus 60 bei mir, kann ich vergessen. Workshop-Levels kannst du nicht steigern. Also zurzeit nicht. Und jetzt gehe ich auf Workshop und dann hat meiner plötzlich ein höheres. Das wär's, oder? Nein, kannst du nicht. Das ist wahrscheinlich etwas, was integriert wird irgendwann mal. Ne, mit der Hehlerei machen wir nichts. Da ist so einer ohne Gruppe rumgelaufen. Bekommt ja Begleiter inzwischen Trade durch Karawanen. Du musst jemanden nehmen, der die Möglichkeit hat, überhaupt dann Skill zu leveln. Denn die meisten Begleiter sind nicht in der Lage, Handelsskille zu steigern, weil die keinen Attributspunkt oder keinen Fokuspunkt in dem Bereich haben. Aber wenn die wirklich handeln können, dann steigert der Skill sich auch. Das ist einfach nur das Problem. Es gibt zurzeit keine Begleiter, die handeln. Also beziehungsweise die in dieser Skill-Kategorie unterwegs sind. Dasselbe Problem hast du bei Quartiermeister. Da musst du halt die Heilerin nehmen, weil es die einzige ist, die in dem Bereich was dazulernen kann. Also Workshops machen mehr Profit, umso mehr Rohstoffe diese verarbeiten auf dem Markt sind in der Stadt, wo sie existieren, beziehungsweise wo sie ihre Produktion machen.